Einen wunderschönen guten Tag, vom Winde verweht. Ja, es ist hier einfach sehr windig draußen, aber auch sehr schön. Ich musste jetzt unbedingt mal raus an diesem schönen Ostersonntag. Wir stehen in unserer Astrologieausbildung kurz vor dem Ende des ersten Jahres. Wir haben jetzt noch ein Wochenende, wo wir ein bisschen Vorträge hören und ich mache extra jetzt keinen neuen Stoff mehr, weil meine vier Mädels gehen jetzt in die Zwischenprüfung und die sollen ein bisschen Zeit und Muße haben, um sich auf ihre Prüfung vorzubereiten. Die Prüfung nach dem ersten Jahr überprüft einfach, was habe ich in diesem ersten Jahr alles gelernt. Es geht um die Grundlagen der Astrologie und es geht darum, können die Astrologinnen, die zukünftigen Astrologinnen tatsächlich ein paar Bausteine des Horoskops schon deuten. Sie sollen deuten den Aszendenten, die Sonne und den Mond, Saturn, das Grundtemperament und eventuell noch einen Aspekt, den Sie für wichtig halten in diesem Horoskop. Und Sie beraten eine reale Person, die auch dann kommt und beraten wird. Und ich supervidiere diese Beratung. Das heißt, ich setze mich etwas weiter weg und schaue einfach, wie geht jetzt meine Schülerin mit dem Menschen um? Wie bringt sie die Deutungen der Astrologie auf eine freundliche, höfliche und respektvolle Art möglichst hinüber? Wie geht sie mit dem Menschen um, mit den Fragen des Menschen? Ja, weil wir beraten ja schließlich keine Horoskope, sondern eben Menschen. Damit das ein gesichertes Prüfungsergebnis wird, werden mir die Arbeiten, die die Schülerinnen dann jeweils machen, also die Deutungen vorher schriftlich abgegeben und ich korrigiere die vorher, sodass schon mal die Fehlerquellen ausgeschaltet sind und ich mich ganz darauf konzentrieren kann, wie geht die Schülerin jeweils mit dem Menschen um. Und das ist sehr spannend. Ich halte von meinen Schülerinnen von diesem Jahrgang, den ich jetzt hier habe, sehr, sehr viel. Die haben auch schon ganz tolle Kurzvorträge gehalten und sie sind wirklich sehr, sehr fleißig. Und ich gehe jetzt mal weiter hier auf meinem Weg, wünsche euch weiter einen schönen Sonntag und wollte einfach mal kurz erzählen, was in der Arbeit bei mir läuft. Ich freue mich, auch von euch wieder zu hören und kann euch nur sagen, Astrologie ist eine wunderschöne Art und Weise, auf sein eigenes Leben und auf das Leben anderer zu schauen und zu verstehen, warum manche Dinge so schwierig sind, warum manche Dinge ganz leicht sind, also wo unsere Fähigkeiten, unsere Talente liegen und wo wir uns meistens selber im Wege stehen. Ich wünsche euch was. Alles Liebe. Und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss.